Moin Leute, hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen sonnigen Himmelsrand. Und wie ihr dem Titel sicherlich schon entnehmen konntet, präsentiere ich euch heute das Schloss des Drachenblutes. Ja, das Schloss des Drachenblutes ist ein wunderschönes Spielerhaus und zwar geeignet für diejenigen, die es lieben, Gegenstände von ihren Reisen zu sammeln und auszustellen. Darüber hinaus ist es ein großartiger Ort, um mit euren virtuellen Familien und Anhängern in den verschiedenen malerischen Räumen zu entspannen. Ja, für euch zur Orientierung, das Schloss, das liegt südlich von Weißlauf, also quasi hier. Ja, südlich von Weißlauf, das heißt, wir haben hier einen wunderschönen Blick auf Weißlauf dort drüben. Ja, so für euch quasi, da hinten haben wir Weißlauf und, ach Leute, Skyrim ist einfach nur traumhaft schön. So, und ich gehe jetzt mal direkt auf das Schloss zu und zwar von dieser Perspektive aus. Leute, da ist schon das Schloss des Drachenblutes, also schon ein epischer Eingang. Wir gehen mal langsam hoch. Hier links haben wir einen Stall, hier steht auch unser Tier Schattenmähne. Und da haben wir dann eben diesen wunderschönen Blick auf Weißlauf. Ich würde mal sagen, was macht ihr hier vor unserem Tor? Hallo? Moment, den müssen wir mal gerade... also Abfall wollen wir nicht direkt auf der Treppe liegen haben. Das machen wir so nicht. So, Moment. So, und weg mit dir. Zack. So, Leute. Ja, willkommen zum Schloss des Drachenblutes. Wir gehen mal rein. Dragon's Blood Castle. Ich bin mal gespannt. Es sollen malerische Räume sein. Einfach wunderschöne Räume soll das ganze Ding haben. Ich bin schon gespannt. Wir haben auch mehrere Möglichkeiten, unsere Waffen wieder auszustellen. Und... Alter, lass uns mal schauen, was wir hier haben. Schon ein geiles Entree, muss ich schon sagen. Wir haben hier, was haben wir hier? Dragonsblood Castle Armory, da gehen wir direkt mal rein. Ich würde mal sagen, wir gehen die Räume nach und nach ab und dann schauen wir uns die Eingangshalle an, damit wir hier auch eben nichts verpassen. Oh, nice. Okay, Armory, da geht es runter. Da schauen wir uns auch mal um. Okay. Scheinbar eine Art Waffenkammer. Boah, nice, Leute. Mega große Waffenkammer. Hier haben wir unendlich viele Waffenhalter, wieder viele Puppen, wo wir unsere Ausrüstung anbringen können. Mega gut. Sehr viele Vitrinen, um auch Waffen auszulegen. Fruchtbarer Boden, da können wir sogar noch was anpflanzen. Hier ist wieder das altbekannte Hängemoos, das Kaiserschirmmoos. Können wir auch mitnehmen. Ich schaue gerade mal, wir hatten hier doch noch eine Tür. Boah, sieht das gut aus. Boah, sieht echt gut aus. Das nenne ich mal eine ordentliche, vernünftige Waffenkammer. So, ich schaue mal, wo es hier lang geht. Öffnen Tür. Okay. Ah, nice. Alchemielabor. Wir haben hier alles Mögliche noch an Truhen, wo wir Sachen verstauen können. Hier haben wir noch Waffenständer. Alles mögliche an Zeug, was wir mitnehmen können. Tränke, Alchemielabor, Arcana-Verzauberer und dann eben auch einen Stab-Verzauberer. Hier sind noch etliches an Truhen. Dann haben wir noch eine Schmiede, Schmelzhütte etc. Und alles mögliche an Barren, die hier ausgestellt sind. Sieht ganz cool aus, muss ich schon sagen. Schön angeordnet das Ganze. Ja, das ist die Waffenkammer. Beziehungsweise auch das Alchemielabor. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder hoch und gehen in die nächste Tür rein. Also ich finde das auch ganz cool, dass es nicht ein direkter Raum ist, sondern dass das Ganze eben im Keller unten ist. Finde ich persönlich ganz cool. Gewinnt dann nochmal eben ganz anderen Eindruck. So, was haben wir hier gerade aus? Das sieht aber auch schon episch aus. Tür öffnen. Coole Tür übrigens. Langer Flur. Links und rechts Bücherregale. Oh, wer ist er denn? Hier, wer ist er denn? Ja, fein. Harry Potter. Harry Potter. Expecto Patronum, mein Freund. Ja, Harry Potter. Nice. Cool. Sieht gut aus. Büste von Morokai, Büste von Otar. Sehr geil. Da können wir noch Sachen mit anbringen. Haben wir hier ein Thron. Ich dachte schon Bücherregal. Hier haben wir auch eine Ausstellung. Den Raum finde ich persönlich ganz cool. Ich denke mal, das sollen dann die Gemächer sein, oder? Oder Harry Potter? Ja, er sieht es genauso. Und das ist dann unser Bett. Sieht auch ganz cool aus, wie das Bett verziert mit dem Drachenkopf da. Und Unmengen von Gold, Leute. Goldhaufen. Wir nehmen mal alles mit. Schaut euch das an. Wobei es auch schon geil aussieht, wenn das Gold hier so auf dem Boden rumliegt, ne?
Hier haben wir noch alles Mögliche im Tresor drin. Wir haben hier einen Kleiderschrank. Ich lasse das Gold da jetzt mal liegen. Das sieht schon eigentlich ganz cool aus. Hier so eine kleine Statue. Dann hier nochmal die Karte von Skyrim. Auch mega nice. Hier haben wir wieder fruchtbaren Boden. Da können wir noch irgendeinen Stuff anpflanzen. Und was ist das für ein... Oh, nice. Das finde ich auch ganz cool. Auch schön gemacht mit dem Wasserfall, mit dem Licht. Sehr cool. Oh, schönes Wasser. Haben wir da noch. Sehr cool. Aktivieren Lehrlingsstein. Sehr cool. Also das finde ich auch eine coole Idee. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein paar Puppen, wo wir unsere Sachen ausstellen können. Oh, mega groß dieses Schloss, ne? Gefällt mir ganz gut. Das hier ist so eine Art Trainingsraum. Auch cool hier mit dem Licht. Also der Stein, der das dann so ein bisschen heller beleuchten soll. Ja, auch schön gemacht. Scheinbar ist hier... Ah, doch, sind auch noch Unterkünfte, ne? Ja, hier noch Trainingsräume. Eine eigene Bar finde ich auch ganz gut. Oh, wen haben wir denn da? Halt, Moment! Was machst du hier? Wer bist du? Moment. Hi, warte mal. Ben! Ihr braucht etwas? Hier, ich gebe einen aus, Jung. Habt ihr Bier oder Met? Met, mein Freund. Ja, ja. So, okay, wir gehen jetzt mal... Castle Armory? Ist das der Raum, wo wir schon drin waren? Ja, da waren wir schon drin. Sorry. Falscher Raum, eine Tür zu früh. Wir gehen in den anderen Raum. Und zwar hier... Och, der Ben, der ist wieder am Saufen. Und macht Party. Und macht Party. Oh, geil. Oh. Heute gibt's Ochsenkopf. Heute gibt's Ochsenkopf. Auch cool hier zum Dinieren. Finde ich, sieht ganz cool aus. Relativ groß. Hier hätte ich mir aber noch mehr Sitzmöglichkeiten gewünscht. Aber ansonsten ganz cool. Und hier dieser Eingang finde ich auch ganz cool. Dann haben wir hier den Thron. Hier können wir dann thronen. Dragonbloods Thron. Sehr geil. Und in altbekannter Pose natürlich. Sehr, sehr cool. Auch hier mit den Lichtern links und rechts mit der Bepflanzung. Sieht sehr cool aus. Ja, mein Freund. Sauf ruhig. So, öffnen Himmelsrand. Warte mal, das kann es doch nicht sein. Ich gehe mal kurz hier raus. Vielleicht kommen wir dann beim Schloss oberhalb raus. Ich schau mal. Oh, nice, Leute. Mega nice. Das sieht ja mal cool aus. Das nenne ich mal ein Pool. Mega nice. Und mit dem Drachenkopf hier. Sehr, sehr cool. Oh, nice. Auch hier zum Hinsetzen. Da können wir dann den Pöbel da hinten, die ganzen Knechte in Weißlauf auslachen. Guck mal, dann thronen wir hier oben einfach. Ja, das ist so. Ja, das ist. Da hinten, die sind doch lächerlich da hinten. Ja, das ist ja. Mega cool. Also, das ist schon echt cool gemacht, das muss ich schon sagen. Mega nice. Und auch mit dieser Aussicht hier oben, ja. Einfach bombastisch. Hier oben mit den Felsen wieder. Mit dem Nebel, der da rumschleiert. Einfach cool. So, und da ist das lächerliche Weißlauf. Brauchen wir gar nicht. Wir haben hier unsere eigene Burg. Ja, das ist schon cool gemacht. Sehr schön. Coole Aussicht, muss ich sagen. Auch schön mit den Kerzen hier gemacht. Insbesondere auch hier mit dem Pool und mit diesem Wasserfall. Arschbombe. Jo. Cool. Aber ich frage mich, ob das jetzt schon alles gewesen ist, was wir gesehen haben. Sieht aber so aus, ne? Das ist hier der offizielle Thron. Hier können wir noch was einpflanzen, wenn wir wollen. Hier können wir dann thronen und den Pöbel empfangen, wenn er hier reinkommt. Hier waren wir. Hier ist diese Futterstelle. Genau. Zum Denieren, das war hier. Hier ging es in den Waffenraum. Hier ging es raus nach Himmelsrand. Hier sind unsere Gemächer. Hier links, genau, waren die Steine. Genau. Und hier rechts waren unsere Gemächer mit Harry Potter. So, hier können wir dann pennen, unser Goldhaufen. Also ich... Hier ist der versoffene Ben. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn es schön gemacht ist, auch coole Details, ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt und von der Aufmachung her auch ein bisschen anders. Also, ja, anders platziert die ganzen Sachen hier. Aber ansonsten schon cool gemacht.
Nur mir fehlen da irgendwie noch, ich weiß auch nicht, was mir fehlt, aber irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas fehlt mir hier noch. So an sich vollkommen in Ordnung. Ich gehe hier nochmal runter in den Armorraum. Da will ich nochmal unten schauen, gehen gerade schnell. So, lass mal nochmal gucken. Nicht, dass wir da irgendeinen Raum vergessen haben. Wir schauen gerade mal. Nee, das war alles, ne? Also das muss ich sagen, das finde ich auch von der Größe her mega cool. Können wir viel unterbringen tatsächlich. Nur da muss ich sagen, Deus Mons, Schloss von Mirag, fand ich da persönlich schon cooler und aufregender. Aber ansonsten völlig okay. Also ist jetzt nicht schlecht. Aber das Schloss von Mirag fand ich da schon besser. Da würde ich sagen, für ein richtiges Drachenblut, da haben wir schon mehr verdient. Da haben wir schon mehr verdient. Aussichtspunkt oben, mega geil. Auch nochmal mit dem Thron, wo wir dann nach Weißlauf schauen können. Haben wir ganz Himmelrand im Blick. Auch mit dem Pool oben drauf. Schon wirklich ganz schick gemacht. Aber ich bin noch immer der Meinung, mir fehlt da leider ein bisschen mehr. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr hiervon hält. Wie gesagt, keine Frage. Ja, schön platziert, auch tolle Aussicht hier auf Weißlauf, auf Himmelsrand. Auch hier oben, ja, dass das da in den Felsen mit eingearbeitet ist, mit dieser epischen Tür, mit diesem Eingang, finde ich persönlich auch super cool. Aber meines Erachtens nach so ein kleines bisschen zu wenig. Da bin ich doch dann der Freund eben von Deus Mons. Ja, aber so sieht es schon wirklich episch aus, ja, mit dieser verwuschenen Tür. Man weiß nicht, wo es da hingeht, weil das ja alles in den Felsen mit eingearbeitet ist. Da oben diese Aussichtsplattform mit dem Thron noch zugleich. Mega gut gemacht. Aber irgendwas fehlt mir dabei noch. Irgendwas fehlt mir dabei noch. Aber ansonsten eigentlich ganz schick. Sonst, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Also Leute, das war das Schloss des Drachenblutes. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Lasst auch gerne ein Abo da, nicht mit dem Abo geizen. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.